Sehen Sie da was? Alles okay? Moin, Uwe. Sie habe ich auch schon vermisst. Er wurde lebendig begraben. Wow, das aber... Ja, Opfer ersticken auf die unterschiedlichste Art und Weise. Das kann zwischen 7 und 15 Minuten dauern. Früher setzt natürlich die Ohnmacht ein, mitunter auch ein Schockzustand, der den gesamten Organismus lahmlegt. Ja, ich muss jetzt weitermachen. Theresa, Sie untersuchen Tod von vergrabenen Mann. Ich wäre an Obduktionsergebnis interessiert, bevor Sie jemand anderes erfährt. 20.000 für Ihre Kooperation? Sonst passiert was? So eine schöne Gesicht, Theresa. So schade, dass kein Mann will bleiben bei Ihnen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich kann besorgen perfekte Liebhaber für unkomplizierte Begegnungen, die auf nichts Ernstes hinauslaufen muss. Soll ich Sie noch nach Hause fahren? Sie wohnen ja nicht weit. Sie sind ja doch zu Hause. Ich war schon im Institut. Sie waren noch nicht da. Ja, was wollten Sie denn? Ihre Untersuchungsergebnisse. Ach so, im Institut. Da war ich nur heute schon mal. Kann ich reinkommen? Ja. Haben Sie denn was Neues? Vielleicht. Wo Huren sind, da lockt das die Banden aus Osteuropa an. Vertreiben die alten Zuhälter und übernehmen. Wer nicht Platz macht, wird aus dem Weg geräumt. Den Kollegen aus Leipzig ist eine bulgarische Edelprostituierte aufgefallen, die die Seiten gewechselt hat. Und anscheinend will die jetzt hier in Jena in den Markt. Buriana Maidel. Frau Dr. Wolf? Ja, die habe ich heute schon gesehen.